ich da einfach fliehen? Geht das? Nein. Das ist doof. Mhm. Warum ist Rosenkohl so langsam? Ich weiß gar nicht, ob oben vor der Dunkelhöhle auch eine neue Route ist. Also quasi rechts von Viola. Mhm, ist auch. Ah ja, perfekt. Ich dachte, wir könnten da auch nochmal was fangen. Encounter sind offensichtlicherweise auch mit gleicher Stärke ausgetauscht. Also der kann jetzt nicht plötzlich random Mewtwo oder so auftauchen. Mhm. Meine Güte, ich bin aber gesund. Ja, das dachte sich das Hornio gerade auch. Also es war wahrscheinlich jetzt recht offensichtlich, wenn man sich so die Encounter bis dato anguckt, aber ja. Das kann halt potenziell für manche Randomizer ganz witzig sein, aber nicht, wenn man mit solchen Regeln spielt wie wir. Ah, ich bin ja dumm. Hm? Ich habe versucht, ihn einzuschläfern, nachdem ich ihn vergiftet habe. Ah. Ist das schon echt unsmart. Wie hast du ihn überhaupt vergiftet? Mit Giftstachel. Ach so, dann hast du auf Windbeutel getauscht. Mhm. Weil das kann Windbeutel. Einfach nur rumstehen und überleben. Das Naming Cream ist schon witzig. Es ist jetzt eher weniger von wegen, ja, der und der ist jetzt wirklich ein Pärchen, sondern es geht halt wirklich eher darum, die Sachen zusammen zu essen. Das finde ich auch ganz witzig eigentlich. Cassanio, danke für 2 Monate Treue. Super geil von dir. Ja, leider, jetzt sehe ich es leider auch. Irgendjemand hat es vorhin geschrieben, man kann bei Bienenstich echt schnell einfach Bitch lesen. Wenn man nicht genau hinguckt. Ja. Gut. Ich hatte vorhin eine Apfeltasche, die war sehr lecker. Ich hatte eine Nussschnecke, die war auch lecker. Wir haben nämlich mal was genutzt, was ich heute sogar auf dem Server gelesen habe. Und zwar eine App, die heißt Too Good To Go, glaube ich. Wo es einfach nur darum geht, dass man da sich bei Läden in der Nähe anmelden kann, die da halt auch mitmachen und Sachen reservieren kann, die dann wahrscheinlich am Ende weggeschmissen worden wären. Weil es halt überall ist am Ende des Tages. Mhm. Und da haben wir uns beim Bäcker hier in der Nähe einfach mal so eine, ja, ich glaube so eine Brottüte, oder so eine Gebäcktüte geholt. War jetzt für 4 Euro ungefähr. Und wir hatten drin ein ganzes Brot. Ein richtig fettes, leckeres Roggenbrot, ja. Ja. Dann hatten wir eben halt die beiden, was wir gerade gesagt haben, das, die Nussschnecke und die Apfeltasche. Ein Stutenkerl und so ein Milchbrötchen. Ja. Und wie gesagt, das alles halt nur für 4 Euro. Ich finde, es ist generell immer eine gute Sache. Es machen ja auch Läden generell manchmal, dass dann, wenn was überbleibt, Obst und Gemüse oder auch beim Bäcker natürlich, bleibt ja auch immer so ein bisschen was übrig am Brot, Brötchen und so, wird das ja auch oft gespendet oder so irgendwo, was ich auch immer ganz gut finde. Oder halt wirklich zu einem geringeren Preis einfach abgegeben. Es ist halt besser, als es wegzuschmeißen. Ja. Ich sag mal, der Laden selbst macht zumindest dann keine Verluste, weil ich sag mal, die haben das Zeug ja gemacht, aber wenn sie es nicht verkaufen, landen sie im Müll und sie machen da auch... Sie haben da nichts draus, ne? Ja. Und so, ich weiß zwar nicht, wie viel das jetzt im Endeffekt ist, so vom Wert her, aber ich würde zumindest behaupten, sie kriegen so zumindest die Zutaten wieder rein, die sie eingesetzt haben, sodass das wenigstens nicht umsonst war und, ne? Ja, teilweise dürfen die so nicht immer Essen spenden, was über ist. Ja. Gesetze in Deutschland. Ich probiere sowas mal ganz gerne mal aus. Jo. Ich glaube, das werden wir vielleicht auch jetzt häufiger mal machen, wenn wir mal sehen. Oh, guck mal, da kriegst du jetzt auch noch so einen guten Stuff für nur ein paar Euro. Ich bin generell mal ein großer Fan davon, sowas wieder zu verwerten. Beispielsweise auch in Supermärkten, wenn sie dann Möhrengrün, Kohlrabi-Blätter und so weiter auch einfach nicht wegschmeißen, sondern da wirklich ausstellen für Tierbesitzer zum Beispiel. Finde ich, ist immer eine gute Sache. Mhm. Wir hätten heute auch wieder ein paar Blätter für die Häschen, ne? Ja, es ist in der Kasse meinte. Grundsätzlich immer, wenn ich darauf angesprochen werde, ist es immer für die Häschen. Ich nick einfach. Wobei ich heute eine Omi hatte, die auch sich versucht hat, alle Kohlrabi-Blätter zu krallen. Ja? Ja, die wollte mir alles wegkrallen. Und ich dachte mir so, hallo, ich habe 3 hungrige Mäulchen zu Hause, bitte lassen Sie mir Blätter über. Das klang ja so, du hast 3 Hunde. Wüff. So. Jetzt ist Rosenkohl, glaube ich, schon mal auf einem
Niveau, wo es zumindest nicht vom Anpusten umfällt. Wir werden ab dem nächsten Stream auch auf andere Art und Weise trainieren, aber da Jan sich dachte, Dark Souls zu spielen ist wichtiger, als sich darum zu kümmern und es erst der erste Stream ist, machen wir es jetzt noch per Hand. Ich ging nicht davon aus, dass wir im ersten Stream das brauchen werden, aber ich habe dann wiederum komplett vergessen, wie niedrig einfach die Level der Pokémon sind, die du hier fängst. Können wir bitte kurz auf die Verteidigung von Dorino gucken? Und können wir jetzt bitte kurz auf die Verteidigung von Rosenkohl gucken? Mhm. Ich habe nie die Vergiftung kriege! Jetzt muss ich leider auf den Döner wechseln. Wenn er keine Lust mehr auf Bienenstich, jetzt gibt's Döner. Ja. Ich habe das Gefühl, dass Marzipan hier auch nicht so viel machen kann. Bin aber mal echt gespannt auch auf die Arenen, weil in unserer Feuerrot und Blattgrün Wet Link haben die Arenen mich ja teilweise gerade am Anfang doch ziemlich beansprucht. Und ich konnte da auch nicht so sonderlich viel gegen machen, wenn in der zweiten Arena plötzlich ein Quappo kommt mit Hypnose und Überroller. Und das hier mit gleicher Stärke ausgetauscht ist. Allerdings die ersten Arenen auch sowas haben wie Toboga, Sichlor oder Miltank oder auch Gengar in der vierten. Mhm. Danach ist dann sowieso alles ein bisschen stärker. Stelle ich mir schon unschön vor. Mal gucken. Oh, nice. Instant-Vergiftung. Ich meine, ich bin ganz froh, dass Miltank randomized ist. Aber... Es kann jeder andere einen Miltank kriegen. Ja. Au. Hm? Das haben wir hintereinander gecrittet jetzt schon. Ne? Du ziehst die Crits irgendwie magisch an, kann das sein? Ja. Yay, Marzipan hat ein Level up. Ich glaube aber auch wirklich, jeder, der Gold und Silber gespielt hat als Kind, oder Kristall, ist egal, hat entweder ein Trauma von Miltank oder von Gengar. Ja, mit Gengar hatte ich nie Probleme eigentlich. Nicht so sehr, aber kann halt schon. Er ist schneller als ich. Damit. So, zurück auf den Bienenstich. Ja. Wobei, es ist ein Dickter, also kann das auch Rosenkohl machen. Was ist das überhaupt für ein perverses Team, was ich habe? Marzipan, Domino und Rosenkohl. One of them is not like the others. Mhm. Ja, gegen Miltank wäre ich jetzt ganz gut aufgestellt, das stimmt. Einfach Rosenkohl nach vorne schicken, dann schmeißt sie sich weg vor Lachen und ich habe sofort gewonnen. Guck mal, Radfratz ist auch wieder am Start. Also wenn man so drüber nachdenkt, haben die eigentlich schon recht früh auch ziemlich brutale Pokémon. Also ich finde jetzt Toboga in der ersten Arena und Sichlor in der zweiten, ne? Mhm. Stimmt, da hat Kai ja auch schon wieder einen Auftritt. Ganz vergessen. Kai und Fake Kai. Mhm. Ihr könnt ja dann immer am Ende bewerten, welches Team leckerer ist. Sicher nicht der Rosenkohl-Windbeutel. Schon wieder gecrittet! Stop it, Ladybar! Dann kriegt man hier irgendeinen MP-Teiler. Normalerweise. Boah. Wenn du Mr. Pokémon die rote Haut gibst, oder? Das kann sein. Kann ich ihm auch random irgendwie so ein Brathähnchen vorbeibringen? Meinst du, das geht auch? Du musst auch noch jedem Kampf gefühlt heilen gehen. Nee, eigentlich nicht. Was mich nur jetzt das eine Mal erwischt. Aber ich kann halt mit Marzipan nicht wirklich viel machen. Weil Marzipan gefühlt noch schlimmer aufgestellt ist als Rosenkohl. Tell me more!
Windbeutel hat nicht mal einen Angriff. Entwickelt sich das vor allen Dingen durch... Freundschaft. Ja. Das wäre cool, wenn das rote Gyarados safe shiny wäre. Mhm. Oder dann irgendwie ein anderes Shiny da bekommen würdest. Es ist ja halt ein stationäres Pokémon. Das heißt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, fällt mir gerade ein. Stimmt. Ich weiß aber gar nicht, ob da die Shiny-Chance übernommen wird. Das wäre cool. Dann sind wir sogar bei 50 Encountern in diesem Spiel. Aber ja, Freundschaft in Gen 2 ist anstrengend. Ich habe ja mit meiner Mama zusammen damals den Pokédex zum ersten Mal vervollständigt in Pokémon Silber. Und es gibt ja da einige Pokémon, die sich mit Freundschaft entwickeln. Ne? Evoli hat natürlich zwei Freundschaftsentwicklungen. Golbat, Chanera. Ich glaube, die ganzen B-Pokémon... Doch, Togepi musst du auch. Die anderen musst du ja nicht, vielleicht zwingend. Hm. Und wir sind dann auch immer... Wir wussten halt auch nicht... so genau wie das geht, also dass es durch Schritte zum Beispiel geht, wussten wir gar nicht. Wir haben halt gelevelt und KP Plus und so benutzt und jeden Tag zum Friseur oder so. Das hat echt gedauert. Also, wenn du regulär ein Evoli ins Team genommen hast, in Lucatia, oder ich glaube Teak, weil du bist ja glaube ich nach Lucatia nochmal zurück, und du hast es einfach ganz normal mittrainiert, hast du dein Psyana oder Nachtara meistens irgendwie erst, keine Ahnung, auf dem Weg zur Pokémon-Liga gehabt. Ich zumindest. Also ich hatte meinen Nachtara auf Level 70. Yikes. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil es so ewig gedauert hat. Ich wusste nicht, wie es sich entwickelt. Ich habe es einfach immer weiter hochtrainiert und hochtrainiert. Und irgendwann so gegen Level 70 hat es dann mal entwickelt. Da dachte mir so, holy moly, warum dauert das so lange? Fühle ich. Ist die Crit-Chance hier so hoch? Ich habe schon wieder einen abbekommen. Oh mein Gott, Marzipan hat ihren ersten Kampf gewonnen. Ich bin beeindruckt. Mhm. Das Problem, was ich mit Nachtara habe, ist, dass es Psyana gibt. Das klingt unglaublich seltsam. Ich meine, wenn ich die Auswahl habe zwischen Psyana und Nachtara, würde ich halt immer Psyana nehmen. Weil Psyana, bis es Glaciola gab, meine Lieblings-Evoli-Entwicklung war. Deswegen. Aber Nachtara ist auch sehr cool. Also als Ausgleich für die ganzen Crits gehen jetzt auf alle seine Tackle daneben. Marzipan hat Heuler gelernt. Ja, geil. Weißt du, was ich für eine nächste Attacke in Aussicht habe? Ein Einigler auf Fluffeluff, auf Level 5. Nice. So, ein Level noch, dann entwickelt sich Bienenstich. Ich glaube, dann können wir auch weitergehen. Solange wir jetzt nicht aus Versehen wieder in einen überlevelten Rivalen reinrennen, sollten wir erstmal safe sein. Ja, vor allem mit Kokuna habe ich dann auch erstmal ein bisschen bessere Defensive. Ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ganz froh, dass ich Kleinstein habe, weil mit Sonnenkern und Dickda lebt es sich in einer Nuzlocke nicht so gut. Mm-mm. Auch ein Problem, was ich mit den Evoli-Entwicklungen habe, ich mag die einfach so gerne, dass ich gefühlt jede davon schon mal im Team hatte. Wird dann halt irgendwann auch langweilig. Aber ich mag die super gerne allesamt. Entwickelt sich Bienenstich zu Wespenstich. Hm. Gab's auf der ersten Route nicht bei mir eigentlich auch Fluffeluff? Oder gab's das in der zweiten? Nur nee, bei dir war das. Nee. Hm. Was ist das dritte Pokémon bei mir auf der ersten Route? Hattest du Ladybug und Fluffeluff, ne? Ne, Ladybug und Hornlio. Aber Fluffeluff auch, oder? Pummeluff? Was, Pummeluff hier? Das Ultraseltene? Irgendwie so. Wenn du die Regeln haben möchtest, kann dir sicher, weil du kannst auch sogar selber einfach Ausrufezeichen Wetlink schreiben und dann hast du die Regeln direkt. Immer schön zum Nachlesen, weil es doch ein paar mehr sind. Mhm. Die Sache ist, Kai
könnte den Befehl theoretisch gar nicht posten, weil er kein Sub ist, aber er mogelt sich halt durch, weil er Mod ist. Ach so. Mod gilt quasi auch als Sub in dem Fall. Er hat sich einfach seine Rechte erschlichen. Ja. Das ist schon ein bisschen Cheating, ja? Ja, so, 3 Ladybars noch, dann bin ich fertig. Und wie läuft's bei dir so? Ja. Wie geht's deinem Rosenkohl? Dem geht's ganz gut. Ich warte nur drauf, dass irgendwann mal ein Diktator auftaucht und es hat eine blaue Nase. Kuro, danke, dass du keinen Sub geschenkt hast. Jetzt ist er kein Cheater mehr. Super geil von dir. Also Kai, so oft wie du in den letzten Streams immer Jans Emotes benutzt hast, obwohl du sie gar nicht mehr hattest, gefühlt in jeder Nachricht, war es vielleicht doch notwendig. Na, da reichen 2 Ladybar nicht aus, ich muss 3 besiegen. Oh no. Irgendwann hat man die Emotes im Blut. Das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Das Gute ist, ich habe Svenjas und meine Emotes einfach immer. Das heißt, ich kann die nicht machen können. Mhm. Und Christians auch. Wobei ich die tatsächlich eher selten benutze. Nicht, weil ich sie nicht mag, aber einfach, weil wir so viel eigene haben. Suitent oder beziehungsweise Pokémon Tents mache ich halt immer noch liebend gerne. Oh. Ich glaube, ich an die Sonnenkernfarbe gewöhnt. Auch wenn die immer noch ein bisschen verstrahlt ist. Ein bisschen. Jetzt so ein Level 4 Ladybar wäre perfekt. Dann wäre ich nämlich fertig. Marzipan hat Level 6 erreicht. Perfekt. Ich blub noch gar nicht so hoch. Wer weiß, Level 4 Ladybar. Hm. Ja. Aber höher werde ich jetzt auch Marzipan nicht ziehen. Level 6 ist auch schon mal solide. Ich habe bei dem Hornio vorhin gedacht, das wäre shiny. Und bei dem Sonnenkern auch erst. Ach, ich habe jetzt meinen Pokécon. Hm. Mit der Karte. Es ist wichtig, Geld zu sparen. Ja. Vor allen Dingen, ich war so vor 5 Minuten zu Hause. Ja, du könntest mal wieder nach Hause kommen. Eltern. Immer. Mhm. Du bist zwar gerade aus der Tür rausgegangen, aber du kannst jederzeit wieder zurückkommen. Ja. Warten Sie auf mich. Ich muss noch ein Pokémon besiegen. Kann ich hier fliehen? Ich gehe mal stark davon aus. Du bist schnell. Lass mich mal kurz gucken. Ja, ich bin schnell. Wenn Nick da schon sonst nichts kann, ist es wenigstens schnell. Das stimmt. Nein, das reicht nicht. Vor allem, es wird das so eingeblendet, so ganz schwarz und denkst dir so, mhm. Und dann kommt so Jumpscare-mäßig das Gesicht plötzlich. Fischstich entwickelt sich. Nice. Jedem macht das Kämpfen Spaß. Nice. Und Härtner erlernt. Wie sind die Werte jetzt eigentlich geworden?
Der Angriff ist sogar gesunken. Ja. Der war eben bei 10. Und die Init ist auch gesunken, die war bei 12. Ist seine Verteidigung? Ein bisschen höher, okay. So. Dann lasse ich mich auch gleich weiter hinkommen. Mhm. Auf mit ihren Geräuschen. Nee. Ich habe mich schon mal vor Joey positioniert. Ist er auch Joey? Ich glaube, hier heißt er anders. Im Englischen heißt er Joey. Mm. Hier heißt er, keine Ahnung, Jan oder so. John. John? Ich kann mal gucken, wie er heißt. Habe ich ein Pokémon? Oh, ich habe ein Pokémon gefangen. Wollte gerade fragen. Kann ich das Habitag mitnehmen? Kann ich das nehmen? Julian. Ah ja. Webarak? Ist das Ding shiny oder sieht das wirklich so aus? Das ist eine interessante Farbe. Warum ist das lila? Sind es vor allem nicht später grün? Aber es hat nicht geleuchtet, also es ist nicht shiny, es ist einfach die reguläre Farbe hier. Ja, ne? Okay. So, Windbeutel kann einmal nach vorne, um noch ein paar Erfahrungspunkte abzugreifen. Irgendwie finde ich, sehen die Beine hier auch irgendwie ekelhaft aus. Dann slash es weg. Die Teenager-Jude. Vor allem, Moment! Wo ist ein Radfratz? Ja, ist halt gerandomized, ne? Stimmt! Das habe ich gerade voll vergessen! Also. Da gehört ein Merrill. Das Merrill ist ein bisschen zu glücklich für meinen Geschmack. Schon. Ich habe mich jetzt auch gerade voll auf einen Webarak eingestellt. Ich werde jetzt aber mal ein Gegengift benutzen. Ich habe ja welche. Oh, mit Bad Level 4. Nice. Und lad einen Igler. Nice. So. So, jetzt noch eine Telefonnummer noch mitnehmen. So, du brauchst mehr Punkte zum Kämpfen. Ich werde mir welche fangen. Gib deine Telefonnummer. Ich melde mich. Ja, klar. Kannst dich immer bei uns melden, Julian. Mhm. Muss kämpfen! Also es ist ganz interessant, wie die Färbungen früher teilweise waren. Ja! Richtig seltsam. Burkhard. Hunduster! Was stimmt mit diesem Hunduster nicht? Aber nur Level 2. Ich krieg immer auf den Beutel aus Gewohnheit. Von warum hat man das irgendwann ausgetauscht? Warum hat man Beutel und Pokémon ausgetauscht? Das Ding hat einfach keinen Hals. Meins? Dein Hunduster! Ja, genau so! Okay, der Tackle kann ja noch daneben gehen. Noch eins? Hunduster, so. Das ist gerade zumindest gutes Training für Windbeutel. Aber das sieht süß aus. Das ist vor allem nicht so verstrahlt. Sieht besser aus bei mir, finde ich. Ja, definitiv. Weil ich finde, dein Fluffeluff ist ja irgendwie, weiß ich nicht, radioaktiv oder so von der Farbe her, aber das ist eigentlich ganz angenehm. Oh, der ist sogar Level 4, sehe ich gerade. Ja, richtig, Johto spielen ohne die Nummer ist halt kein richtiger Johto-Run. Nein, ich brenne! Ich muss zurücklaufen gleich. Oder halte ich Mr. Pokémon auch? Du kommst, glaube ich, gar nicht durch zu Mr. Pokémon von hier aus. Ja, durchs Gras halt. Da ist doch auch schneller wieder zurückzulaufen. Weil du musst ja dann wieder ganz nach oben, dann kannst du eben nach unten, oder nicht? Ich weiß nicht, ob der dich überhaupt heilt. Dann einmal zurück. Du wolltest nicht kämpfen. Weil oben will doch, glaube ich, gar keiner mehr. Oder doch ein Käfersammler noch, ne? Ja, und dann musst du ja noch dich rüberschleichen nach Viola. Dann latsche ich mal zurück. Ein Käfersammler. Gucken wir mal, ob er wirklich einen Käfer hat. Vielleicht sammelt er auch andere Sachen. Was stimmt mit seinen Beinen eigentlich nicht? Er hat keine Knie. Nee, ne? Uli. Ja, Kiff. Alter. Aber Wasser ist gar nicht so gut für mich. Eine
verdammt, ich habe vergessen, Fluffalo wieder wegzunehmen. Du guckst alle auch immer. Please don't hit me. Ich hätte halt gerne nochmal irgendwas, was ich gegen Pflanzen-Pokémon legitim einsetzen kann. Das wäre nochmal ganz nett. Boah. Und im Idealfall greift ihr eh jetzt alles nur mit Tackle an. Ja. Oder anderen schwachen Attacken. So, einmal wieder den Windbeutel nach vorne. Durch die Trainer kann der ganz gut leveln. Mhm. Oder sie. Ich glaube, alle meine Pokémon sind weiblich bisher. Ist das hier jetzt schon die neue Route oder ist die erst da drüben? Ich hätte gesagt, er ist weiter drüben. Okay. Das sieht auch irgendwie falsch aus. Das Problem ist aber, dass ich wieder auf den falschen Menüpunkt geklickt habe. Was konntest du für Attacken bei dir? Rotenschlag. Und? Rotenschlag. Okay. Beziehungsweise nur Rotenschlag, weil es sonst immer tot war. Yo! Excuse me? Läuft bei dir. Geben wir das jetzt Domino? Aquaknarre ist die andere. Weißt du, Rutenschlag zu machen, um dann Aquaknarre zu machen. Also eine Skorblinse nämlich schon. Nur schon ordentlich. Ja. Da wäre jetzt noch die Dunkelhöhle. Ich glaube, jetzt bist du auf einer neuen Route. Ja. Gut verstecktes Tutorial zum Pokémon fangen. Eine Bitterbeere. Ich glaube, hier unten ist noch irgendwo ein Trainer, den kann ich ja eben noch mitnehmen. Mhm. Ich hoffe, er hat nicht gleich noch ein Felino. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, dass es die Skorblinse hier schon gab. Das hat mich gerade auch etwas überrascht. Okay. Hey. In der Höhle können wir auch noch was fangen, ja. Aber ich wollte jetzt auf Jan warten, deswegen bin ich nicht reingegangen. Felino war schon ein Boden-Pokémon, oder? Ich glaube. Kann das Ding Drachenwut? Das wäre auf dem Level ein bisschen krass. Wäre ein bisschen broken. Mhm. Ist das der Gen 1, Wickel? Mhm. Da würde ich aber sagen, Early Drachenwut zählt nicht als tot. Nee, das wäre ja unfair. Weil da kann man ja. Weil da kann ja gar kein Pokémon auf dem Level was gegen tun. Ja. Hat er jetzt 4 Dratini? Wobei, wahrscheinlich ist es type-themed. Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen, das ist Type-Fiend ja auch was noch. Soll was soll er sonst haben? Es gibt ja nur Dratini und Entwicklungen und Seedracane. Ja. Und ich glaube nicht, ich dass er. Ich habe Silberstaub gefunden. Das ist auch cool. Oh, vor allem ist nicht für Käfer? Ja. Attacken? Ja. Und du hast einen Bibur? Aber es hat keine Käferattacke noch. Ja. Und ich habe das Berserk-Gen gefunden. Okay. Was? Oh, stimmt. Was denn? Marzipan hat hier eine Beere getragen. Was macht denn das Berserk-Gen? Verwirrt dich, glaube ich. Und erhebt dafür den Angriffswert um eine Stufe. Ja. Ich brauche hier noch ein Momentchen. Das Item gibt es normalerweise in Azuria City im Garten da rechts von der Höhle. Von der Azuria, vom Geheimdungeon.